als wir sie sonst bei anderen Parteien finden. Das bedeutet wiederum, dass die Piratenpartei stärker als andere Parteien sehr kampagnenfähig ist. Sie sind tatsächlich in der Lage, kurzfristig viele Sympathisanten und Mitglieder zu mobilisieren, wenn es einen guten Anlass dafür gibt. Diese Kampagnenfähigkeit und Unprofessionalität bringt aber doch auch eine ganze Reihe von Schattenseiten mit sich. Zum einen, dass das Engagement häufig punktuell ist und dass es relativ wenig verbindliche Beteiligung gibt, also die Anzahl derjenigen unter den Piraten, die gleichmäßig und dauerhaft sich engagieren in der Partei, ist vergleichsweise gering im Verhältnis zu den ja immerhin gut 30.000 Mitgliedern, die die Piraten inzwischen haben. Ein weiteres Manko, das mit dieser Struktur einhergeht, ist, dass sie relativ wenig Initiativen von innen heraus starten kann. Weil es kein starkes Zentrum gibt, gibt es auch wenig innere Kräfte, die beispielsweise Programmentwicklung kontinuierlich vorwärts treiben können, sondern die Piratenpartei neigt dazu, stärker auf Anstöße von außen zu reagieren. Dann sagt einer der Befunde, der verwandt damit ist, dass es bei den Piraten eine relativ starke Hierarchiefreiheit und eben eine Betonung des Werts von Selbstorganisation gibt. Das wiederum führt dazu, dass viele Zielsetzungen, die bei den Piraten erarbeitet werden, häufig fragmentiert sind. Weil es kein starkes Zentrum gibt, gibt es auch keine Kraft, die unterschiedliche politische Diskussionen zusammenführen und zu etwas Ganzem formulieren können. Das merkt man auch, wenn man sich das Parteiprogramm der Piraten anguckt. Da gibt es keine Gegenwartsbeschreibung, da gibt es keine großen Visionen in die Zukunft, sondern alphabetisch zu verschiedenen politischen Punkten einzelne Forderungen. Aber nichts hält das zusammen und es gibt wenig Kräfte, die diese einzelnen Forderungen auch auf Kohärenz überprüfen könnten oder diese Kohärenz herstellen könnten. Das ist also ein weiteres Problem und damit zusammenhängend eben Schwächen bei der Priorisierung, auch der Konsens- und Kompromissbildung. Es gibt keine Kräfte in den Piraten, denen man genug Autorität zuschreiben würde, um solche Kompromisse und Konsenstendenzen irgendwie aufrechtzuerhalten und herzustellen. Und das wird jedem bekannt sein, der sich selber in solchen Strukturen bewegt. Überall dort, wo es keine formellen Hierarchien gibt, bilden sich informelle Hierarchien raus. Und die sind nicht unbedingt besser, sondern in der Regel weniger überschaubar, transparent und schon gar nicht rechenschaftspflichtig, weil sie ja formal nicht vorgesehen sind. Weitere Schwächen, die man in der Literatur findet, betreffen ausgerechnet das Demokratieverständnis der Piraten. Das Demokratieverständnis bei den Piraten betont sehr stark den Wert der Beteiligung, aber vernachlässigt Inklusion. Demokratie als solche, also zumindest so, wie wir sie institutionalisiert haben, Aspekte wie gleiches Wahlrecht für alle kommen da in den Sinn, zielen ja darauf, dass jeder sozusagen formal gesehen gleiche Beteiligungschancen hat. Ein gleiches Stimmrecht hat. Und das ist bei den Piraten so überhaupt nicht ausgeprägt. Damit zusammenhängend kann man auch sehen, dass es keinen Minoritätenschutz sind. In einer der Untersuchungen hieß es dazu, es gäbe eine jakobinische Versuchung, Minderheiten zu majorisieren. Das heißt, reine Abstimmungen führen dazu, dass sich Mehrheiten durchsetzen und Minderheiten nicht geschützt werden. Und diese Abstimmungen wiederum gehen implizit davon aus, dass sowas wie eine Schwarmintelligenz schon recht haben wird. Und daran sind, so sagen diese Studien, da ist ganz klar, sind da Zweifel angebracht. Ein weiteres Element bei den Piraten ist, dass Aspekte der Freiheit sehr viel stärker gewichtet werden, der Selbstbestimmung und Selbstorganisation sehr viel stärker gewichtet werden als andere demokratische Werte wie Gleichheit und Solidarität. Eine der Studien führt das zurück auf den Umstand, dass vom Alter her die Biografien der Piraten sozusagen die Blütezeit des Neoliberalismus reflektieren. Das ist vielleicht ein bisschen gemein, weil ich nicht annehme,
dass Piraten sich mit der Gedankenwelt des Neoliberalismus gemein gemacht sehen wollen. Aber tatsächlich ist es so, dass die Internetgeneration, und das habe ich, obwohl ich älter bin, bei mir selber auch gemerkt, Aspekte der Freiheit sehr viel höher gewichten als die als Regelungen, die auf Gleichheit zielen. Das wiederum hat ganz klar eine demokratische Seite, weil sowas, und das betrifft dann eher die substanzielle Seite von Demokratie, nämlich die Dimension, die gleichen Zugang zu Bildungschancen, zu Wissen etc., solche Aspekte in den Vordergrund stellt als eine Voraussetzung, um überhaupt an Demokratie in substanzieller Form teilnehmen zu können. All diese Schwächen wiederum kann die Piratenpartei deshalb schwer bearbeiten, weil es hier ganz ähnlich wiederum wie der Netzgemeinde an Ressourcen fehlt. Die Piraten haben wenig Mittel und das führt dazu, dass Schwierigkeiten bestehen, mit all diesen Schwächen umzugehen. Das bringt mich auch schon zu meinem Fazit. Insgesamt bescheinigen alle Studien über die Piraten der deutschen Gesellschaft doch eine große Sehnsucht nach politischen Alternativen. Das haben die Wahlergebnisse in der Hochzeit der Piraten ja auch gezeigt. Aber diese Sehnsucht nach Alternativen, nach politischen Alternativen, nicht nur im Hinblick auf Inhalte, sondern auch Beteiligungsformen, wird derzeit nicht bedient, weder von den Piraten noch von irgendeiner anderen Partei. Gleichzeitig muss man sagen, dass etablierte Parteien derzeit organisationsstrukturell eher in der Lage sind, netzpolitische Forderungen einzubetten in gesellschaftspolitische Visionen und politische Forderungen. Die sind eher in der Lage, aufgrund ihrer Organisationsstrukturen als die Piraten, denen es dazu einfach an einem starken Zentrum fehlt. Das bedeutet, dass die Netzgemeinde sich weiterhin vielleicht so aufstellt, dass sie Druck auf etablierte Parteien macht, um netzpolitische Forderungen durchzusetzen, die notwendige Expertise und vielleicht noch wichtiger auch so eine Art normativen Bezugsrahmen zu liefern, an denen sich die Forderungen oder das Gebaren der etablierten Parteien beweisen müssen. Und diese Rolle erfüllt die Netzgemeinde ja anhaltend. Jeder, der sich für netzpolitische Themen interessiert, wird diesen Vielklang in der politischen Debatte auch beobachten können. Wenn die Netzgemeinde mit dieser Rolle zufrieden ist, dann sollte sie sie einfach zur Kenntnis nehmen. Wenn sie damit nicht zufrieden ist, dann muss sie eine Antwort auf die Probleme der Piratenpartei finden, so wie sie zurzeit aufgestellt ist. Dankeschön. Eine Präsentation oder soll ich? Ach so. Danke. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Jetzt muss ich mit dem Mineralwasser aufstoßen. Ich bin Caroline Wiedemann von der Uni Hamburg. Wurde ja gerade schon gesagt. Vielleicht trotzdem noch mal zwei Sätze dazu, warum ich jetzt hier überhaupt stehe. Ich bin ja, eben keiner Institution angehörig, die so offensichtlich auf die Rolle, die ich jetzt hier vertrete, verweist. Ich promoviere in Soziologie zu neuen Formen von Kollektivität im Netz, zu neuen Formen von Gemeinschaft und Protest. Und beschäftige mich zwar auch in irgendeiner Form mit der Netzgemeinde, allerdings jetzt nicht so sehr mit der Netzgemeinde, für die vielleicht ein Sascha Lobo sprechen will oder spricht. Und glaube, dass es vielleicht auch ganz gut ergänzend jetzt ist zu dem vorigen Vortrag, weil ich weniger auf die Piraten, also und weniger auf vielleicht offensichtlichere, größere Netzbewegungen eingehe, sondern auch versuchen will zu gucken, was gibt es denn eben auch
noch für andere Netzbewegungen. Es wurde ja auch gefragt im Ankündigungstext, was ist die Netzbewegung? Und so will ich jetzt auch einsteigen. Was bedeutet das Netzbewegung? Dazu möchte ich gern zurückblicken auf das, was mir als deren Anfänge erscheint und eine kurze Genealogie skizzieren, eine Bewegung zwischen Befreiung und Vereinnahmung andeuten und dann heute und bei Anonymous landen, das eigentlich hauptsächlich mein, sage ich mal, Untersuchungsgegenstand ist in meiner Doktorarbeit. Zu einer Zeit, als das Internet noch nicht selbstverständlich zum Alltag gehörte, sein künftiges Potenzial aber bereits absehbar war, wurden Utopien in Zusammenhang mit den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien entwickelt, die eine ganze Generation der Netzkultur prägten. Gerade die US-amerikanischen Autorinnen und Aktivistinnen der 90er malten sich den Cyberspace als einen Raum aus, in dem ganz neue Formen des Miteinanders möglich wären. John Perry Barlow zum Beispiel schrieb in seiner berühmten Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace: Wir erschaffen eine Welt, die jeder betreten darf, ohne Privilegien oder Vorurteile aufgrund von Rasse, wirtschaftlicher Macht, militärischer Gewalt oder Stand. Wir schaffen eine Welt, in der jeder an jedem Ort seine oder ihre Überzeugungen ausdrücken darf, egal wie einzigartig sie sein mögen, ohne Furcht davor, zum Schweigen oder zur Anpassung gezwungen zu werden. Dieser Befreiungsdiskurs basierte auf der Idee, das Zusammentreffen von Menschen im Netz könne frei von ökonomischem Kalkül und essentialisierenden Identitätsdenken sein. Neue Formen von Gemeinschaft würden sich bilden, die niemanden ausschließen oder diskriminieren und keine Hierarchien hätten. Während die US-amerikanischen Initiativen stärker von einem neuen Raum ausgingen und den Cyberspace als virtuelle Parallelwelt utopisch beschrieben, ging es den europäischen Netzinitiativen der 90er Jahre eher um die Frage nach einer Überlagerung des real existierenden Raums mit digitalen Netzwerken, um neue mögliche Politikformen. Beide Strömungen wurden jedoch getragen vom 90er-Jahre-Geist des Do-it-yourself. Sie inspirierten die ersten Versuche einer Many-to-Many-Kommunikation auf der zivilgesellschaftlichen Ebene. Mailinglisten, Webforen, kollaborative Plattformen wurden entwickelt und soziale sowie kommunikative Grundlagen, die Netiquette etabliert. Die frühen Netzkulturprojekte wie The Well, das 1985 an der US-amerikanischen Westküste entstand, das transatlantische The Thing von 1991 oder die mehrheitlich europäische Mailingliste NetTime von 1995 brachten das große Schlagwort Partizipation auf. Gemeinsam sollten Richtungen, Regeln und Infrastrukturen definiert und entwickelt werden. Und man musste und wollte es selbst machen, im Kollektiv, das sich um ein bestimmtes Projekt versammelte. John Perry Barlow schrieb weiter in seiner Unabhängigkeitserklärung: Der Cyberspace ist ein natürliches Gebilde und wächst durch unsere kollektiven Handlungen. Eine globale Bewegung sollte entstehen, um gemeinsam das Netz zu gestalten. Die 90er Jahre waren die Zeit des Experimentierens mit der Lehre und Offenheit, die das Internet vermittelte. Ein Raum, den es zu beleben galt, in dem kaum vorgegebene Strukturen und besonders wichtig, auch noch kaum Besitzverhältnisse vorzufinden waren. Es schien, als hätte noch niemand das Sagen und das setzte Kraft und Kreativität frei. Doch diejenigen, die Ahnung haben, können mehr machen und diejenigen, die machen, bestimmen auch. Informelle Hierarchien, davon haben wir gerade schon über die Piraten gehört. So etablierten sich Regeln, die dann doch zunehmend von Einzelnen entwickelt und durchgesetzt wurden. Je mehr mitmachten, je mehr Userinnen neu und ahnungslos dazukamen, desto wichtiger wurden offensichtliche Regeln. Gleichzeitig etablierte sich die Aussicht darauf, mit den Erfindungen im Netz Geld zu machen, als Vorbote der Kommerzialisierung. Dass es dann zur Dotcom-Blase und schließlich zu deren Platzen kam, änderte nichts daran, dass das Internet zum Massenmedium geworden und Infrastruktur geschaffen war. Und so nahm die Kommerzialisierung langsam und stabiler weiter ihren Lauf. Unter dem Schlagwort Web 2.0 wurden die Kernkonzepte der ersten Internetgeneration, Kommunikation, Partizipation, Offenheit für Neues, gewinnbringend eingesetzt, User-Generated Content ermöglichte eine sich neu formierende Kulturindustrie. There is no race, there is no gender, there is no age, there are no infirmities, there are only minds. Utopia? No, Internet. Das klingt wieder wie John Perry Barlow, ist aber ein Werbeslogan von MCI, einer großen Telekommunikationsgesellschaft.
Die Aussagen der Webvisionäre sind nicht verklungen. Jetzt erzählt Mark Zuckerberg gern von seiner Mission, vom Sharing, vom Teilen und Mitteilen, vom gemeinsamen Nutzen. Doch sieht das Netz im Jahr 2013 anders aus, als Barlow es sich einst vorgestellt hatte. Partizipation ist, wie Dietrich Dietrichsen bereits 2008 feststellte, das neue Spektakel in dem Sinne, dass diese Art der Partizipation das genaue Gegenteil von Teilhabe ist und der Verschleierung der neuen Macht- und Ausbeutungsverhältnisse dient. Social-Media-Angebote müssen gegenwärtig zwei Kriterien erfüllen, wie einige Netzkritikerinnen heute bemerken. Erstens die Befriedigung der Bedürfnisse der Nutzerinnen, zweitens die Sammlung von Daten. Erfüllt das Angebot nicht die Bedürfnisse, hat es keine Chance. Kann man damit keine Daten sammeln, wird es gar nicht erst entwickelt. In Kontrollgesellschaften hängen diese beiden Ebenen zusammen. Bedürfnisse werden erst in einer Gesellschaft erzeugt und dies durch entsprechende Technik und Diskurse strukturiert. Durch die technischen Möglichkeiten der andauernden Evaluation sowie des Feedbacks beispielsweise, zum Beispiel eben auf Facebook oder Twitter, werden Formen der Selbstbeobachtung, Optimierung und Vermarktung verstärkt, die natürlich auch andere gesellschaftliche Ursprünge haben, ohne dass sie dazu gezwungen wären, hinterlassen die Nutzerinnen ihre Datenspuren. Und als ich vor 2 Wochen in einem Seminar in Klagenfurt, Seminar namens zum Thema Protest im Netz, über die problematischen Verhältnisse hinter den scheinbar horizontalen Organisationsstrukturen sprach, also hinter den Interfaces, die allen eben so offen und horizontal organisiert vorkommen, also über neue hochgradig vertikale Machtzentren, die Kontrollpunkte eben dahinter bilden, zuckten viele der Studierenden einfach nur mit den Schultern. Einige aber hauten auch auf den Tisch und standen nach dem Seminar zusammen über den Laptop gebeugt. Die waren zwar auf YouTube, aber schauten sich Anonymous-Videos an. In den modernen Gesellschaften konkurrieren verschiedene Dispositive miteinander, sowohl in der Entstehung der Technologien als auch in deren beständiger Weiterentwicklung. Das Internet besteht auch nach der Kommerzialisierung nicht nur aus Kontroll-, Dokumentations- und Erfassungstechnologien, sondern auch aus Technologien des Sharings und der Kollaboration. Und da fällt der Blick natürlich auf Occupy, den arabischen Frühling, und mein Blick ganz besonders auf Anonymous. Auf jenes Phänomen, zu dem ich eine Weile geforscht habe. Anonymous wirft die Frage nach neuen oder alten Hoffnungen auf Solidarität und Emanzipation durch das Internet auf. Ebenso die Frage nach dem Widerstand gegenüber Überwachungslogiken. Anonymous gibt Einblick in eine Bewegung, die für neue Architekturen der Teilhabe kämpft, in eine neue Form der Netzbewegung. Die scheint den Geist der frühen Netzkulturen wieder aufleben zu lassen, stellt diesbezüglich aber einen neuartigen Versuch dar, die Identitäten einzelner Aktivistinnen oder Autorinnen ohne die Identitäten einzelner Aktivistinnen oder Autorinnen klarzukommen. Anonymous ist somit kein Verein, der sich durch seine Mitglieder definieren lässt, keine Organisation, deren Existenz auf einer Satzung und entsprechenden Aufgaben basiert, keine Institution mit einer stabilen Struktur. Anonymous ist als Kollektivität eine Mischung aus Schwarm und Netzwerk. Anonymous tauchte zum ersten Mal auf 4chan auf und hat sich einen Namen gemacht mit diversen Aktionen von den Scientology, Anti-Scientology-Protesten über die Unterstützungskampagnen für die Proteste in Ägypten und Tunesien und natürlich der Operation Paybacks zur Rache von WikiLeaks. Die Bewegung basiert auf der Idee, dass das Internet hilft, Hierarchien zu überwinden, wie sie auch schon bei John Perry Barlow und Co. aufleuchteten. Dass das Internet hilft, Hierarchien zu überwinden, weil die Userinnen anonym kommunizieren können. In der Anonymität spielt es keine Rolle mehr, ob jemand schwarz oder weiß, Frau oder Mann oder was auch immer sei. Alle Stimmen seien damit gleich und die Menschen frei. Dieser Logik zufolge kann kein Einzelner für Anonymous sprechen, denn die Idee gehört allen und sie realisiere sich nur im Austausch. Aber auch diese Bewegung ist immer wieder das Werk einzelner Aktivistinnen, die dafür 2 Kämpfe führen. Einen gegen Konzerne und Regierungen, die den freien Informationsaustausch hemmen, einen anderen gegen sich selbst. Anonymous ist für die Aktivistinnen ein andauerndes Ringen darum, zu wirken, wahrgenommen zu werden, ohne sich selbst sichtbar zu machen und dadurch Hierarchien zu schaffen. Die Aktivistinnen versuchen, Infrastrukturen zu schaffen, die möglichst stark kollaborative Kreationsprozesse erlauben, so zum Beispiel für das Erstellen einzelner Texte, wie man es auch bei den Piraten ja immer wieder kennt, über die Pads, die dann gezeichnet von Anonymous zirkulieren. Infrastrukturen, an denen möglichst alle gleichermaßen mitbauen können.
und die dann Räume schaffen, in denen möglichst alle gleichberechtigt sprechen können. Die Lobpreisung der anonymen Kommunikation basiert jedoch zum Teil selbst auf kybernetischen und neoliberalen Logiken, wurde ja auch gerade angesprochen, die den Computer und das Internet als unabhängig von Machtstrukturen entwerfen, als wären sie Erfindungen, die von einem Ort kamen, der keine Vergangenheit hat. Genau wie die anonymen Menschen, die diese Maschinen bedienen. Auch die Räume, in denen anonym kommuniziert wird, sind von Machtverhältnissen geprägt. Gerade wenn man sich Anonymous aus kritischer, aus feministischer oder postkolonialer Perspektive anschaut, ist die Logik, alle anonym ist gleich, alle sind gleich, natürlich Unsinn. Interessant ist, finde ich jedoch, wie Anonymous als Schwarmphänomen auf Vereinnahmung reagiert. Sobald sich auf bestimmten Plattformen Hierarchien herausbilden, in denen zum Beispiel einzelne Userinnen erkennbar werden, sich also nicht mehr in der Anonymität verbinden, wenn Programmiererinnen und Moderatorinnen hinter den Interfaces Daten speichern, die Informationsflüsse kontrollieren, also auf eine Weise eingreifen, die das Prinzip der anonymen Kommunikation stört, dann wird die Plattform peu à peu nicht mehr benutzt. Dann wuchert Anonymous woanders weiter. Es hat immer wieder neue Räume geschaffen, Räume, die zum Ziel haben, ein Erlebnis des Gemeinsamen zu schaffen, Räume, in denen die Nutzerinnen Erfahrungen austauschen und dabei eine Gemeinschaft erfahren können. Das geht, wie gesagt, oft schief. Anonymous kann aber in meinen Augen als ein spannendes Experiment angesehen werden. Uns kommen hoffentlich noch viele andere solcher Experimente dazu, die auch eben Aussicht auf neue Politikformen geben, neue Praktiken und politische Artikulationsformen selbstorganisierter Netzstrukturen. Danke. Danke für den Vortrag. Wir kommen jetzt zu dem Teil Podiumsdiskussion. Ich selbst bin also schon vorbereitet und brauche kein Mikrofon. Ich stelle die Podiumsteilnehmer kurz vor. Caroline Wiedemann hat schon gesprochen. Jeanette Hofmann hat auch schon gesprochen. Dann haben wir Markus Beckedahl auf dem Weg hierher, Katrin Ganz und Horst Kahrs. Dort wird gerade noch ein Stuhl vorbereitet. Die Podiumsteilnehmer außer mir müssen sich Mikrofone teilen. Ich hoffe, dieses etwas für mich ungewohnte Gerät wird über die Zeit hier aushalten. Ein bisschen laut? Dann versuche ich mal leiser zu sprechen, was mir eigentlich nicht so liegt, aber ich versuche es mal. Ich will jetzt trotzdem, was ich vorhin vergessen habe, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kurz vorstellen, damit auch alle wissen, wer jetzt hier mit wem diskutiert. Jeanette Hofmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Abteilung Kulturelle Quellen von Neuheit des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Wenn ich irgendwas Falsches sage, sofort ein Mikrofon greifen und sagen, das ist falsch. Sie forscht zu den Themen Global Governance, Regulierung des Internet, Informationsgesellschaft und Wandel des Urheberrechts. Und sie war Sachverständige in der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Und seit April 2012 ist sie Direktorin des Instituts für Internet und Gesellschaft an der Alexander-von-Humboldt-Universität in Berlin. Caroline Wiedemann hat sich schon selbst vorgestellt, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Universität Hamburg und freie Journalistin. Und das habe ich jetzt vielleicht nicht mitgekriegt, weil ich mir dieses wunderbare Mikrofon hier anstecken musste. Als Journalistin schrieb sie für Missy Magazin, SZ Magazin, Der Freitag, Spiegel Online und Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Richtig. Markus Beckedahl begleitet das Tun der Netzgemeinde publizistisch seit 2002, wurde recherchiert, betreibt den Blog netzpolitik.org, gründet 2007 die Republika, die gern auch als Klassentreffen des Internets bezeichnet wird, und 2011 gründete er gemeinsam mit einigen anderen die Digitale Gesellschaft. Katrin Ganz promoviert derzeit an der TU Hamburg-Harburg. Der Arbeitstitel der Dissertation lautet Netzbewegung zur Bedeutung von Subjektpositionen für den politischen Diskurs. Und im Mai diskutierte sie mit Anne Roth und Hans-Christian Vogt auf der Republika über
das kleine Digitale und das große Ganze, Internetaktivismus, Netzbewegung und Politik. Horst Kaas ist Sozialwissenschaftler und Referent des Instituts für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sein Forschungsschwerpunkt ist Gemeingüter als materielle Basis demokratischer Gesellschaften, Sozialstruktur und soziale Ungleichheiten sowie soziale Milieus und Wahlverhalten. Und zuletzt gab er den Sammelband Piratenzauber über eine Gesellschaft, die Freibeuter hervorbringt, heraus und veröffentlichte dort Aufsätze. Soweit zur Vorstellung des Podiums. Und zunächst ist es ja nicht ganz so häufig bei netzpolitischen Veranstaltungen, freue ich mich, dass wir eine netzpolitische Podiumsdiskussion haben, auf der 4 Frauen und 2 Männer sitzen. Und ich will an dieser Stelle gleich nochmal eine Frage aufgreifen, die Jeanette und auch Caroline, ich bleibe jetzt einfach mal beim Du frecherweise, wenn niemand widerspricht, aufgeworfen haben, nämlich die Frage, was ist die Netzgemeinde eigentlich? Gibt es die Netzgemeinde? Also wir haben vorhin gehört, 10-16% und Beschreibung. Und vielleicht könnt ihr ja einfach mal kurz und knapp aus eurer Sicht jeweils die Netzgemeinde beschreiben. Und ich würde dann einhaken, wenn ich sage, da würde ich gerne nochmal nachfragen, da würde ich nicht nochmal nachfragen. Und da die Männer in der Unterzahl sind, fängt Markus an. Ja, hallo. Ich mag eigentlich gar nicht mehr diese Frage beantworten, weil A, ist sie schon eben beantwortet worden, B, finde ich, das ist so ein Kunstbegriff. Die einen sagen, es sind halt diese 10-15%, die irgendwie im Internet kommunizieren und dabei auch Politik mal ansprechen, neben ganz viele anderer Kommunikationen von Autos bis sonst was, womit man sich beschäftigt. Die anderen sagen, das ist halt diejenigen, die tatsächlich schon richtig zum Sender geworden sind und das Ganze dann auch so quasi mit einer politischen richtigen Willenskundgebung von sich geben. Das sind dann die berühmten 10.000 Mann, von denen Sascha Lobo auch redet, sozusagen die üblichen Verdächtigen, die halt auf Twitter oder in Blogs dann auch politisch irgendwie kommunikativ aktiv sind. Aber im Endeffekt, ich würde mich jetzt nicht so wirklich als Netzgemeinde persönlich bezeichnen. Ich bin Bürgerrechtler. Katrin? Ja, also ich. Ist es an? Ja? Ja, jetzt ist es an, okay. Ja, hallo auch von mir. Ich mag den Begriff auch nicht so wirklich. Ich finde den irgendwie albern und irgendwie auch depolitisierend oder entpolitisierend. Dieses Gemeinde ist so merkwürdig, auch jetzt heute Abend mit dem Predigen und so. Also für so einen Aufhänger, für so eine Veranstaltung funktioniert das irgendwie, aber. Eigentlich hat das einen komischen Beiklang. Ich spreche deswegen von Netzbewegung und für mich ist das auch was anderes als das, was so gemeinhin mit Netzgemeinde bezeichnet wird. Ich würde nämlich sagen, es macht einen Unterschied, ob Leute wirklich sich mit Netzpolitik beschäftigen, also mit der Frage, wie das Internet gestaltet werden soll, welche Auswirkungen es auf Gesellschaft hat und was für netzpolitische Regulierungen da jeweils getroffen werden müssen oder verhindert werden müssen, oder ob man sich in dem Raum Internet oder mit dem Medium Internet über irgendwelche politischen Themen unterhält. Das, natürlich hat das alles Überlappungen, weil wir alle als politische Leute nicht nur Single-Issue-Sachen machen, aber trotzdem finde ich, dass es sinnvoll ist, an der Stelle zu differenzieren und dann, wenn wir über Netzpolitik reden, dann tatsächlich auch eher diesen kämpferischen Begriff der Bewegung zu verwenden. Horst, aus deiner Sicht. Ja, also ich finde also den Begriff Netzgemeinde einen untauglichen Begriff, wenn man damit verbindet, dass es ein Begriff ist, der in irgendeiner Art und Weise politisch intervenieren will, weil der Begriff Netzgemeinde ist für mich eher so ein Begriff der Abgrenzung und der sozusagen der Selbstbezüglichkeit, aber nicht mehr also ein Begriff, der nach außen wirken will und eine gewisse Attraktivität und Anziehungskraft entwickeln will. Ob es so etwas gibt wie eine Netzbewegung, wäre wahrscheinlich noch zu diskutieren, weiß ich, würde ich so spontan sagen, manchmal gibt es sie, manchmal gibt es sie nicht, aber was die Netzgemeinde betrifft, denke ich, ja klar, es gibt Menschen, die sich als Zugehörige zur Netzgemeinde begreifen und für die das auch wichtig ist, sich so begreifen zu können, aber ich halte das für keinen besonders guten und politisch emanzipatorischen Begriff.
Janett und Caroline können jetzt Widerspruch anmelden oder ihren schon vorgetragenen Thesen noch was hinzufügen. Also ich würde aus meiner Sicht sagen, sind solche Diskussionen natürlich sinnlos, weil man sich nie auf einen Begriff einigen kann. Aber spontan würde ich sagen, Bewegung und Gemeinde, das ist wie zwei verschiedene Aggregatzustände. Es gibt Zeitungen, Zeiten, da formiert sich was zu einer Bewegung, aber auch in dem Moment, wo nichts bewegt wird, weil aus irgendeinem Grund gerade kein Feindbild so stark bewegungsförmig Energien freisetzt, gibt es doch immer kulturelle Elemente, die eine bestimmte Szene zusammenhalten. Und das, finde ich, ist der Gemeindeaspekt. Es gibt Gemeinsamkeiten im Alter, in den Werthaltungen, eben diese Frage, dass so individuelle Freiheiten sehr hoch gehalten werden. Das sind so organisationskulturelle Elemente, weshalb ich es nicht so verkehrt finde, von einer Gemeinde zu sprechen. Eben auch dieses Selbstbezügliche, ne? Dieses starke politische Interesse, diese zuweilen Selbstüberschätzung des politischen Einflusses, den man hat, etc. Ich erkenne da schon Elemente wieder, die ich nicht so jetzt untauglich finde. Ja, das geht auch. Ich würde jetzt wieder nochmal fast widersprechen, beziehungsweise mich eher der Kritik an dem Begriff nochmal anschließen, auch weil ich finde, dass es eben Gemeinde suggeriert, es gäbe irgendwie auch in Form von festen Mitgliedschaften was Statisches, es gibt Leute, die gehören dazu und welche nicht, eine Form von Establishment, und ich finde, ja, vielleicht ist der für die Beschreibung von bestimmten Gruppen oder auch vielleicht für Selbstbeschreibungen auch wichtig, aber gleichzeitig denke ich auch, um politisch zu intervenieren, wie Katrin schon gesagt hat, würde ich auch am Begriff der Bewegung festhalten, die auch gerade oder der ja auch gerade vom Wortlaut schon sagt, das, was in Bewegung ist und dementsprechend auch jeden Tag andere vielleicht teilhaben können und mitmachen können. Und das ist ja auch das, was die spezielle Art des Aktivismus durchs Internet auszeichnet. Bevor wir uns jetzt an dieser Frage katholisch oder evangelisch machen, würde ich dann doch gerne den Bogen spannen zu der Frage, jetzt ob Netzgemeinde, Netzbewegung oder Netzaktivisten. Was ist da eigentlich in den letzten 2, 3, 4 Jahren passiert? Ich stelle jetzt mal die These auf, dass die letzten 2 Jahre für die Netzgemeinde, / Netzaktivisten, / Netzbewegung nicht unbedingt von Erfolg gekrönt war. Es gab die ACTA-Proteste, die waren erfolgreich. Danach aber ist trotz beispielsweise erheblichem Protest das Leistungsschutzrecht gekommen. Wir streiten immer noch, ich habe es vorhin angesprochen, um die Frage Netzneutralität und wissen nicht, was da so richtig bei rauskommt. Man könnte lange darüber streiten, wie erfolgreich war die Internet-Enquete oder wie wenig erfolgreich war sie. Auch den Streit will ich nicht aufmachen, sondern ich will fragen, A, wird denn die These geteilt, dass die Netzgemeinde, / Netzbewegung, / Netzaktivisten derzeit eher Abwehrkämpfe führen, eher an Durchschlagskraft oder Erfolgskraft verloren haben, und woran liegt das eventuell? Ja, das ist das große Potpourri, hier kommt alles auf den Tisch. Will jemand spontan antworten? Also ich teile jetzt nicht die These, dass es früher große Erfolge gab. Also eigentlich sind wir immer nur in Abwehrkämpfen gewesen. Ein paar Abwehrkämpfe haben wir gewonnen, so wie Vorratsdatenspeicherung vor dem Bundesverfassungsgericht, Zensursula, ACTA. Aber mehr, also außer, sagen wir mal, so Themen, die man irgendwie auch so ein bisschen politisch gewonnen hat, aber vor allen Dingen kulturell-technisch, wie dass sich freie Software durchgesetzt hat, dass offene Standards sich durchgesetzt haben, was ganz klar ein Erfolg ist, dass die Wikipedia nach 10 Jahren einfach alle anderen kommerziellen Enzyklopädien weggefegt hat, was man jetzt positiv oder negativ bewerten kann. Das sind halt keine rein politischen Erfolge gewesen, das sind kulturelle, technische Erfolge, und insofern teile ich die These nicht. Aber es wäre natürlich schön, wenn mal irgendwann auch politische Erfolge kommen würden, aber ich sehe da immer den Vergleich mit der Umweltbewegung. Also in den 70ern, 80ern, als Greenpeace und Co. alle gegründet worden sind, da haben die auch alle gesagt, so saurer Regen und die Natur geht zugrunde, und alle anderen meinten, nur im Fernsehen sagen die das aber nicht.
Und es hat halt irgendwie 30, 40 Jahre gedauert, bis halt mal irgendwie der Atomausstieg auf einmal da war und die politischen Erfolge richtig da waren. Davor hat man halt mit Mülltrennung angefangen, das ist vielleicht so ein bisschen unsere freie Software. Und es gab halt nur immer so allmähliche Erfolge. Dann spitze ich die Frage nochmal zu und sage, wäre es nicht eigentlich Aufgabe von, ich mache jetzt nicht wieder die ganze lange Schlange, und sage jetzt einfach nur von den netzpolitisch Aktiven, mehr zu haben als Abwehrkämpfe, also eine Vision eines freien Internets zum Beispiel zu entwickeln. Ja, aber wann sollen wir die mal kommunizieren vor lauter Abwehrkämpfen? Deswegen frage ich, wäre es nicht die Aufgabe, sagst du jetzt ja, würde mich interessieren, ob andere das auch so sehen, und um dann den Bogen zu spannen, wäre es nicht dann die Aufgabe, aus dem kleinen Kreis, 10-16%, herauszutreten und für diese Vision eines freien Internets die Gesellschaft, die tatsächlich Nutzerinnen und Nutzer, die häufig gerade nicht netzpolitisch aktiv sind, vielleicht für so eine Vision zu gewinnen? Kann das so ein unorganisierter Haufen, wie ich es jetzt mal nennen würde, überhaupt? Jeanette und dann Horst? Also ich habe ja versucht zu sagen, dass Freiheit irgendwie nur die eine Seite ist und dass es aber für eine demokratische Gesellschaft auch noch eine andere Seite gibt. Und das ist die des Minderheitenschutzes, der Regeln, die sozusagen Ressourcen in einer Weise verteilen, dass eine Gesellschaft nicht völlig auseinanderbricht. Also Freiheit ist eine, also individuelle und kollektive Freiheitsrechte zu wahren, ist eine Seite, aber es braucht auch was anderes. Es braucht auch Regeln, die das Zusammenleben in positiver Weise gestalten. Und da ist aus meiner Sicht, so wie die Netzgemeinde jetzt aufgestellt ist, ist sie nicht in der Lage, die gut zu formulieren. Das hat aber weniger was mit den individuellen Kapazitäten zu tun, als mit ihrer Struktur. Dafür braucht es, glaube ich, was anderes. Und das kann man bei den Piraten ja auch ganz gut sehen. Solange sie dagegen sind, können sie mobilisieren, aber sie haben extreme Schwierigkeiten, sich auf einzelne Forderungen positiv zu verständigen. Das ist jedenfalls eine der Einsichten.